200 Abonnenten. Okay. Und nicht zu vergessen. Moment. Das hier. Da steht sogar noch was. Gehen wir gleich durch. Gehen wir das Thema an. Oh, Entschuldigung. Und dann können wir das jetzt in dem Video verarbeiten. Ich bin gespannt. 200 Abonnenten. Okay. 200 Abonnenten. Das ist eine Menge. 200 Abonnenten sind, naja, 200 Abonnenten mehr, als ich gedacht habe. Angefangen hatte ich ja das YouTube-Projekt, weil ich eben halt gerne zocke, spiele und gern rede. Wenn auch vom Inhalt manchmal, naja, grenzwertig. Was mir nicht bewusst war, dass ich so tolle Persönlichkeiten kennenlerne. Also unter anderem André Gräfe alias Andi. Mit ihm könnte ich Pferde stehlen, aber ich sag lieber mal einen Kaffee trinken. Krieger LP. Krieger LP hat ein super tolles, süßes Video von mir gemacht, wo er mich ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und sogar meinen Lieblingssong unterbringt und ich fast hier so Gänsehaut hatte. Nee, ich hatte sie. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich sie. Also ganz toll. Wen ich gerne noch erwähnen würde, Kapner. Kapner kommentiert sehr viele Videos von mir, stetig und immer positiv. Und dafür recht herzlichen Dank an dich, Kapner. Das macht mich natürlich auch sehr glücklich. Mich macht im Moment alles so glücklich, wenn ich jetzt mit YouTube darüber nachdenke, wie das ich... Hilfe. Es gibt viele Personen, die ich jetzt kennengelernt habe und sehr mag. Als ich mit dem Projekt YouTube angefangen habe, habe ich mir erhofft? Ich habe mir wohl erhofft, dass ein paar Leute die Videos kommentieren und sagen, hey, das war ja ganz lustig gemacht. Das so war meine Hoffnung, mein Gedankengang dahinter. Nur, dass diese Bekanntschaften jetzt dadurch entstanden sind, zum Teil auch Freundschaften, macht mich schon ein bisschen fertig. So viel hätte ich gar nicht erwartet, das macht mich verdammt glücklich. Also die mir jetzt so als erstes in den Sinn kommen, war ja Andi, Krieger LP und Kapner. Ich kann sie jetzt nicht alle erwähnen, es tut mir leid, aber wen ich natürlich noch unbedingt dringendst erwähnen muss, ja, macht wieder Sinn. Sarah Bu. Sarah Bu war so lieb und hat mir einen zweiten Bildschirm zugesendet. Warum? Weil ich gebe es ehrlich zu, ich habe bisweilen immer nur einen Bildschirm verwendet und ich habe gedacht, das wäre okay so, aber anscheinend bin ich altmodisch, die meisten haben 2, 3, 12 PCs schon bei sich stehen, also Bildschirme, aber ich habe jetzt, wie gesagt, durch Sarah einen zweiten und darüber bin ich natürlich sehr glücklich und bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, Sarah, für den zweiten PC und ich bin ein bisschen nervös, verdammt. Ich freue mich über den PC. Vielen Dank dafür. Und was, womit ich absolut nicht gerechnet hätte, wäre noch mit mehr Inhalt als die große Kiste. Ja, also die ist verdammt groß hier und da steht auch was. Und zwar steht dann da, das da. Hier bitte öffnen, ja. Für ganz Blöde wie mich, damit ich das verstehe. Danke an dieser Stelle. Total süß gemacht und ich habe Bilder gemacht von diesem Inhalt des Pakets und die gucken wir uns jetzt mal an, weil die sind echt zu süß. Zu süß gemacht. Willkommen zu deinem persönlichen Fan-Paket. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin ein größter Fan. Ich möchte meine Lieblings-YouTuberin unterstützen und deswegen möchte ich dir einen Bildschirm schenken. Er ist zwar nicht der neueste, dafür aber frisch geputzt, voll funktionsfähig und wartet auf seinen Einsatz. Die passenden Kabel habe ich dir dazugelegt. Ich hoffe, er ist heil angekommen. Ich freue mich schon auf das erste Fan-Treffen. Bis dann, hab dich lieb. Sarah aka Boo, aka Fangirl Nummer 1. Dort die Kabel, ja, die braucht man natürlich auch. Dann, ach so, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du Geburtstag hattest. Deswegen habe ich noch eine Kleinigkeit für dich. Ich hoffe, du freust dich. Oh ja, Geburtstag, oh Geschenke, hui.
da der Support von Familie und Freunden der wichtigste ist, gibt's noch ein kleines Geschenk. Und in diesem Paket an mich von ihr war all das da drin. Ich kann nichts mehr sagen, ich war sprachlos, ich bin ausgeflippt. Hab mich total gefreut. Lange Rede, kurzer Sinn. So, man hört geschnitten, ne? Ja, ich verwende das jetzt noch so. Ich habe kein stehendes Mikrofon, tut mir leid. Was wollte ich sagen? Und zwar, hier, bitte gucken. Hier, hier, da, da, hier, ja. Na, 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 ist das geil oder ist das geil? Genau, es ist total geil. Ich habe das Paket bekommen, ich habe das ausgepackt. Da war der Bildschirm drin und ich gedacht, cool, ja, der Bildschirm, super, super toll. Oh, Entschuldigung. Oh. Mein Fehler. Und dann kommt dann noch das Geschenkpapier. Und ich habe gedacht, hä? Wieso? Ich habe doch den Bildschirm, ist doch alles cool. Ist doch mehr, als ich erwarten kann und überhaupt. Ich und dann ist da, ne? Ihr habt die Bilder gesehen. Und dann ist da tatsächlich dieses T-Shirt hier drin. Ja, da war noch ein zweites dabei. Moment. Kleinen Moment bitte. Moment, das haben wir gleich. Spike, komm mal her. So, au. Spike, deine Krallen. Verdammt. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier... Spike, sag mal hallo, Spike. Hallo. So geil. Ist einfach so geil. Weil, warum? Er hat hier tatsächlich... Er ist jetzt die. Ja, die Mini-Slay, Entschuldigung. Es ist so geil. Ich freue mich sehr darüber. Setz dich doch mal hin. Und ja. 200 Abonnenten, Fanpaket, Fanpost. Ich kann es nicht glauben. Ich bin fertig. Ich freue mich sehr darüber. Vielleicht lege ich mir auch noch ein richtiges Mikrofon zu, so ein Stehmikrofon, aber naja, so geht's auch. Gell, Spike? Und ja, an alle, ich danke euch sehr. Papier, Spike. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich für alle, die mich abonniert haben. Und ich will auf jeden Fall weitermachen. Es macht mich so glücklich, die Videos dann letztendlich hochzuladen. Warten, was ihr davon von denkt und hoffentlich immer einigermaßen angenehm. Also hat doch keiner geschrieben, wo bist du scheiße gestorben? Entschuldigung. Darüber bin ich sehr glücklich, dass ich noch keine Morddrohung erhalten habe. Und bitte macht das jetzt nicht, auch nicht aus Spaß, gell? Bitte. Nein, ich habe Angst. Und ja, und Sarah, vielen Dank, gell? Also Spitzen T-Shirt, total geil. Spike findet es auch toll, auf jeden Fall. Ja, also dann schick dir dann noch mal Leckerli zu. Und ja, das war's von mir aus. Ich muss jetzt Party machen. Ich freue mich jetzt. Ich bin glücklich. Ich, Dankeschön. Danke an alle. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.